Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns in der Speak to That Serie. Lass uns darüber sprechen. Und Lea hat im letzten Video angekündigt, dass wir ein paar grundlegende Dinge erstmal machen, bevor wir auf Themen eingehen, die ihr uns gesendet habt. Und heute wollen wir über die drei Prinzipien sprechen. Und was uns wichtig ist, mitzuteilen oder rüberzubringen bei diesen drei Prinzipien, ist, dass es nicht darum geht, eine neue Idee in der Persönlichkeitsentwicklung, eine neue Methode oder Technik oder etwas, was man anwendet. Oder es handelt sich auch nicht um einfach eine gute Idee, sondern es handelt sich um Prinzipien, die im Leben wirken und greifen, ob es uns bewusst ist oder nicht. Und die wir, wenn wir aufmerksam sind und hinschauen, als Wahrheiten erkennen können und die wir beschreiben können. Also eine der populärsten Vergleiche zu diesen Prinzipien ist die Schwerkraft. Die Schwerkraft greift auf der ganzen Erde, gleich für jeden Menschen, wenn ich diesen Stift fallen lasse, es fällt zur Erdmitte sozusagen. Und der Weg, wie wir erspüren, dass diese Kraft am Wirken ist, ist, indem wir beobachten, dass diese Kraft da ist. Als Kleinkinder, in der Sekunde, wo wir beginnen, uns aufrecht zu stellen und fallen wieder hin, wir spüren, da ist was, was uns wieder runterzieht und mit dem wir arbeiten müssen, um aufzustehen und vorwärts zu kommen. Und indem wir uns aufrecht machen und als Kinder beginnen, die ersten Schritte zu gehen, spielen wir mit dieser Kraft, spüren wir diese Kraft. Und später in der Schule kriegen wir diese Kraft beschrieben, wie sie funktioniert. Prinzipien. Und ich übergebe an Lea von hier. Sie möchte zu den Prinzipien noch was sagen. Genau. Wir möchten sie heute ganz einfach und simpel beschreiben. Diesen Vergleich haben wir das erste Mal bei Dr. Dicken-Bettinger in dieser Form gehört. Und es ist, we are alive. Du bist lebendig, hier und jetzt. Dein Herz schlägt, das Blut fließt, du atmest. Was uns am Leben hält, ist die Kraft dahinter, die universelle Energie, Gott, wie auch immer du es nennen möchtest. Und nicht nur dich, uns alle und alles, was da draußen kreucht und fleucht. We're alive, wir sind lebendig. We think and we feel. Du denkst, bewusst oder unbewusst, den ganzen Tag. Das ist Energie, Prinzip, Gedanke. Und diese Energie nimmst du wahr, von Moment zu Moment. Du denkst, diese Arschgeige mit diesem weißen Lieferwagen, entschuldigt bitte. Und die Wut ist da. Oder, oh, das süße Kätzchen. Und schon ist die Wut verflogen. Oder unpersönlichere Gedanken, die einfach durchkommen und du bist ein bisschen angespannter oder offener und relaxter. Wir denken und fühlen. Und dann kommt etwas Verrücktes dazu. And we are aware. Wir sind gewahr, wir haben die Fähigkeit, du hast die Fähigkeit, das wahrzunehmen.
wie wir im letzten Video gesagt haben, wahrzunehmen, wo du bist, im Kopf, im Leben oder hin und her pendelnd, was total normal ist, weil das die menschliche Erfahrung ist zwischen lebendig sein und denken und fühlen und lebendig sein. Und dieses Bewusstsein ist wie der Raum, in dem all diese wunderbaren menschlichen Gedanken und Gefühle, Wahrnehmungen sich zeigen. We're alive, we think and we feel and we are aware. Und auch hier beobachte für dich. Was siehst du im Lebendigsein? Wo entdeckst du dieses Prinzip? Ist es Ellbogen auf dem Stuhl? Stimmt, Körper. Oder beim Joggen und kein Atem mehr kriegen, aber die Vögel hören und sehen und riechen. Riechen die Bäume vielleicht. Wenn die Vögel riechen, haben wir ein Problem. Genau. Lachen. Oder beobachte, was war das für ein Gedanke gerade? Oder, dieses Gefühl. Wo bin ich? Da oder da? Und dieses Aware, dieses Gewahr ist ein wenig wie aufwachend zu, ich schwimme im Wasser als Fisch, Beispiel. Aufwachend zu den Prinzipien, zu, es ist für alle dasselbe und immer dasselbe in jedem Moment. Genau. Ja. Ja, diese Prinzipien zu spüren und zu erkunden, genauso wie wir Schwerkraft erkundet und gespürt haben als aufstehende, laufende junge Kinder, das macht so viel für dein Leben auf. Wenn du beginnst, diese Kräfte zu sehen und wahrzunehmen und zu spüren und zu erkunden, wirst du neue Dinge sehen für dein Leben. Diese Einsichten werden zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Lebendigkeit, zu mehr Freude führen. Und deswegen lenken wir deine Aufmerksamkeit in diese Richtung. Jetzt und auch in Zukunft. Und wir freuen uns auf dich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.